Hallo meine Lieben, und weiter geht es mit Teil 2. Zuletzt haben wir den Kopf gehäkelt, er ist schön rund geworden. Ich mag aber eher eine längliche Form, also drücke ich es ein wenig, bis es eine längliche Form bekommen hat. In die Mitte des Kopfes stecke ich nun mit schwarzem Garn die Nase auf, die über 4 Maschen geht, immer wieder in dieselben Maschen hinein, bis die Nase dick genug ist. Darunter ein kleiner Steg und rechts und links 2 Barthaare. Und dann kommen noch die Augen, die über 3 Maschen jeweils gehen, etwa 15 Mal immer wieder in dieselben Maschen einstechen. Kommen wir nun zu den Ohren. Wir machen einen Fadenring mit 10 festen Maschen und jede Masche wird verdoppelt, bis wir außen herum 14 Maschen zählen können. Ohne Zunahmen weiter häkeln und wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier wieder ein wenig mit der Farbe spielen und so lange weiter häkeln, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Am besten die Ohren an den Kopf des Hasens halten, um zu sehen, ob die Proportionen passen. Meine Ohren bzw. die des Hasens betragen 9 cm in der Länge. Mit 2 Kettmaschen schließen und ein zweites Ohr ebenso arbeiten. Die beiden werden dann flach gedrückt. In der Mitte werden sie ein wenig zusammengeklappt und dann werden sie direkt über dem Auge oben auf dem Kopf angenäht. Ringsherum schön festnähen. Und darauf ist zu achten, dass die zugedrückte Falte genau in der Mitte sitzt, also über dem Auge. Das zweite Ohr ebenso annähen. Und nun wird der Kopf angenäht, und zwar an diesem Teil, wo auch diese Stäbchen sind. Die legen wir nun so hin, dass die gehäkelten Stäbchen hinten liegen. Die Stäbchen also nach hinten legen und das Hasengesicht nach vorne. Und so wird das Ganze jetzt festgenäht. Nicht nur ganz unten, sondern auch ruhig ein paar Maschen höher. Und richtig fest anziehen. Ringsherum auf diese Weise festnähen. Und immer wieder nicht ganz unten, sondern ruhig 2, 3 Maschen weiter höher festnähen. Ah, hier bin ich ein wenig aus dem Bild gerutscht, aber ich hoffe, man kann es noch gut genug erkennen. Auch hier wieder ringsherum. Schön hoch, ruhig 2, 3 Maschen weiter drüber, schön festnähen und alles immer fest anziehen. Das ist sehr wichtig und auch, dass man nicht nur unten festnäht, sondern wirklich 2, 3 Reihen weiter höher geht. Das ist nachher wichtig für die Stabilität des Kopfes. Wenn man es nur unten festnäht, dann wird der Kopf zu sehr wackeln. Auf diese Weise alles festnähen. Und darauf achten, dass diese gehäkelten Stäbchen wirklich hinten sind. Sie verdrehen sich ganz gerne beim Annähen. Für die Blume des Hasens wickeln wir uns nun das Garn stramm um 4 Finger und schneiden es in 2 und noch einmal in 2 schneiden. Dann brauchen wir 20 cm stabilen Faden, am besten auch Baumwolle, so dass wir die in 2 geschnittenen Teile darauf legen können. Für die Bommel solltet ihr nicht unbedingt Baumwolle verwenden, nur ein paar Fäden zwischendurch, damit es farblich passt. Anderes Garn, wie zum Beispiel Reste von Sockenwolle oder anderes Garn, eignet sich viel besser für die Bommel. Ein ordentliches Bündel aufeinanderlegen und dann mit diesen beiden langen Fäden schön fest zusammenbinden und mit einem doppelten Knoten schließen. Die Bommel dann an den langen Fäden anfassen und in Form schneiden. Diese wird nun unten in die gehäkelten Stäbchen eingeknotet. 5 oder 6 Knoten machen und dann können wir die Fäden relativ kurz abschneiden. Nun brauchen wir Kleber oder eine Heißklebepistole. Wir geben Kleber auf den Boden des Glases und dann können wir dieses Teil, das gehäkelte, schon darüber stülpen. Alles fest andrücken, das gehäkelte Teil schön nach oben ziehen und dann können wir auch die Ränder mit Kleber fixieren. Alles gut trocknen lassen.
den Deckel auf das Glas schrauben und den Hasenoberkörper darüber stülpen und fest anziehen. Wieder abnehmen und so haben wir eine schön geformte Form, wo der Deckel wunderbar reinpasst. Den Deckel mit Kleber bestreichen und es in die vorgeformte Stelle drücken. Alles gut trocknen lassen. Bei der Heißklebepistole geht das ja ruckzuck. Nun noch etwas Kleber oberhalb der Bommel und dann können wir die Bommel nach oben drücken, so hat sie auch schön Stand und sie wackelt nicht hin und her. Und nun bekommt unser Hase noch ein kleines Schleifchen. Wenn ihr so eine fertige Schleife nicht habt, könnt ihr auch ein Band häkeln. Und damit ist der Hase als Geschenkbox oder als Spardose schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.